Sinna gehört zu den größten Sünden, die es gibt. Und trotzdem wird sie immer wieder kleingeredet. Sprüche wie, das macht doch jeder, oder Vergleiche mit anderen Sünden wie, aber dafür trinke ich keinen Alkohol, werden benutzt, um die Sünde zu verharmlosen. Doch bei Allah subhanahu wa ta'ala ist sie so gewaltig, dass sie gemeinsam in Verbindung mit anderen Sünden erwähnt wird. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Diener des Al-Abamas und diejenigen, die neben Allah keinen anderen Gott anrufen und den Menschen nicht töten, den Allah für unantastbar erklärt hat. Es sei denn, bei vorliegender Berechtigung und die kein Zina begehen, wer das tut, hat die Folge der Sünde zu erleiden. Subhanallah. Zuerst erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala die größte aller Sünden, die Beigesellung neben Allah, dann die nächstgrößte, das Töten einer unschuldigen Seele und direkt danach das Begehen von Zina. Zina wird in einem Atemzug mit den schwerwiegendsten Sünden genannt. Zeigt das nicht klar auf, wie gewaltig diese Sünde ist? Zina ist etwas so Abscheuliches, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sogar verbietet, dieser Sünde auch nur nahe zu kommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und nähert euch nicht dem Zina. Sie ist etwas Schändliches und sie ist ein übler Weg. Leider herrschen viele Missverständnisse über Zina. Und es sind längst nicht mehr nur die Älteren von dieser Sünde betroffen, sondern auch die Jugend beginnt damit, sich in dieser Sünde zu verlieren. Das Bild darüber, was Zina eigentlich ist und wie finster der Pfad ist, auf dem derjenige wandert, der sich dieser Sünde hingibt, wird nicht mehr klar erkannt. Aber was ist Zina eigentlich? Mit Zina ist der Geschlechtsverkehr auf eine Art und Weise gemeint, den Allah subhanahu wa ta'ala nicht erlaubt hat. Es ist nicht einfach der Ehebruch, wenn einer der Ehepartner außereheliche Beziehungen hat, aber es ist auch nicht nur der Geschlechtsverkehr zwischen zwei Unverheirateten. Zina ist jeder Geschlechtsakt zwischen einem Mann und einer Frau, die keinen gültigen Ehevertrag haben. Das Gegenteil von Zina ist der Beischlaf mit einem gültigen Ehevertrag. Der Unterschied zwischen Zina und einem erlaubten Geschlechtsakt ist nichts anderes als ein Wort. Denn der islamische Ehevertrag kommt dadurch zustande, dass der Ehemann zum Wali der Frau geht und fragt, ob er die Frau heiraten darf. Der Wali bespricht den Antrag mit der Frau, ob sie damit einverstanden ist, und wenn alle zustimmen, sagt der Wali, ich habe deinen Antrag akzeptiert. Diese paar Wörter sehen nach wenig aus, doch sie machen einen himmelweiten Unterschied. Derjenige, der seine Ehe im Halal beginnt, tut dies so, als wäre er vom Licht umgeben. Er geht offiziell zur Familie der Frau. Er tritt durch die Haustür ein und es ist allen bekannt, dass der Bräutigam eingetroffen ist. Der Vater, die Mutter und die Nahestehenden sind anwesend und sie freuen sich, dass gleich der Ehevertrag zustande kommt und diese beiden nun in die Ehe eingehen können. Und jeder weiß, was die Folgen einer Ehe sind. Das Paar wird intim miteinander werden. Aber trotzdem sind alle zufrieden und glücklich damit. Sie lächeln und beglückwünschen das Paar. Dies ist eine Beziehung, die vom Segen Allah subhanahu wa ta'alas begleitet wird. Wie ist es aber mit jemandem, der die Absicht hat, Zina zu begehen? Was empfinden wir, wenn wir bemerken, dass jemand unsere Tochter oder Schwester mit Begehren ansieht? Wir sind kurz davor, aus Wut zu platzen. Unser Ehrgefühl lässt es nicht zu, so etwas hinzunehmen. Derjenige, der Zina beabsichtigt, sei es eine Frau oder ein Mann, möchte etwas Schlechtes tun. Und deswegen begeht er seine Tat im Geheimen. Niemand und schon gar nicht die Eltern des Mädchens sollen das Vorhaben bemerken oder die Absicht durchschauen. Es ist so, als würde er sich inmitten von Dunkelheit befinden, in der er versucht, sein Vorhaben zu verbergen. Wohingegen derjenige, der die Ehe halal gestaltet, vom Licht umgeben ist. Es gibt niemanden, vor dem der Mann oder die Frau sich verbergen müsste. Und sie brauchen nichts geheim zu halten. Meine geehrten Geschwister, ich frage euch, wer ist besser? Einer, der die Verantwortung der Ehe wahrnimmt und die Akzeptanz der Familie sucht? Oder einer, der im Geheimen danach strebt, seine Gelüste zu befriedigen und jede Verantwortung von sich weist? Es ist vollkommen natürlich, dass der Mensch Bedürfnisse hat und dass er versucht, sie zu befriedigen. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen erschaffen und kennt seine Sorgen und Probleme am besten. Er subhanahu wa ta'ala hat den Menschen erlaubt, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Aber nicht so, wie der Mensch selbst es möchte, sondern so,
wie Allah der Erhabene es gut geheißen hat. Derjenige, der seine Bedürfnisse so befriedigt, wie Allah es gewollt hat, wird dafür sogar belohnt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte einst, und der Beischlaf ist eine freiwillige Spende. Die Sahaba radiallahu anhum fragten, Ja Rasulallah, werden wir etwa dafür belohnt, wenn jemand von uns sich seinen Trieben hingibt? Er sallallahu alaihi wasallam antwortete, seht ihr denn nicht, dass wenn er es im Verbotenen täte, er dadurch sündigt? Genau so wird er auch belohnt, wenn er es im Erlaubten tut. Der Islam ist es, der den Menschen ein würdevolles Leben gibt. Und derjenige, der den Pfad des Islam verlässt, wird ein elendes Leben inmitten von Finsternis führen. Es ist nichts Ehrenhaftes daran, Zina zu machen. Doch es ist ehrenhaft, die Ehe, so wie Allah subhanahu wa ta'ala es für den Menschen gewollt hat, einzugehen. Und diejenigen, die sich Allah zuwenden, werden die Gewinner im Diesseits und im Jenseits sein.